wildes Island. Ein Zauberland mit gewaltigen Naturkräften, mit Wasserfällen und wilden Küsten. Wer immer in Island gewesen ist, erzählt von einer grandiosen Natur. Vulkane und weite Lavawüsten bilden einen Kontrast zu schier unendlichen Gletschern. Wie nirgends sonst in Europa findet man in Island dampfende und blubbernde Landschaften. Spuckende Geysire beeindrucken ebenso wie die einmalige Tier- und Pflanzenwelt. Die Insel aus Feuer und Eis übt einen magischen Reiz auf jeden Naturliebhaber aus. Wir wollen sie erleben, diese Region voller Naturwunder, dicht unter dem nördlichen Polarkreis. Die Gletscher im Hochland spendieren der Insel jetzt viel Wasser. Die Natur zeigt sich in ihren schönsten Farben. Pflanzen und Tiere genießen die Fülle des kühlen Sommers. Jetzt kann man hier sein blaues Wunder erleben. Alaska-Lupinen bedecken weite Flächen der Insel. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie mit Flugzeugen ausgesät, um den kargen Boden zu verbessern und vor Erosion zu schützen. Das ist nicht ohne Erfolg geblieben. Die Lupinen gedeihen prächtig und vermehren sich schnell. Die vielen Schafe allerdings finden keinen Geschmack an ihnen. Weiß und Blau sind die traditionellen Farben Islands, Wasser und Eis. Nirgendwo kann man dieses Weiß und Blau besser erleben als in Islands berühmter Gletscherlagune Jökulsárlón. Island, Gletscherblau und sagenumwoben. Doch Island hat mehr zu bieten als die Farben Blau und Weiß. Island ist auch bunt. Der Zipfel im äußersten Südwesten hört auf die Bezeichnung Reykjanes, was so viel wie Rauchspitze bedeutet. Hier liegen zwei Geothermalkraftwerke. Dampf wird über Schornsteine weithin sichtbar abgelassen. Eine 240 Grad heiße Salzlauge wird an die Oberfläche gepumpt und zur Stromerzeugung genutzt. Anschließend fließt es in das umliegende Lavafeld ab. Kieselalgen sind dann für die milchig-blaue Farbe verantwortlich. Wenn wir die Reykjanes-Halbinsel mit nur einem Wort beschreiben müssten, dann wäre es vermutlich Lava. Hier haben die ersten Mondbesucher Neil Armstrong und Edwin Aldrin für ihre Mondmission trainiert. Eine unberührte Landschaft macht den Reiz dieser Halbinsel aus. Von Frühjahr bis Herbst dürfen die meisten Islandpferde frei in Herden über die Insel ziehen. Küstenseeschwalben brüten hier und in Norwegen in großen Kolonien.
Sie bauen ihr Nest am Boden. Kaum ein Vogel ist so aggressiv und angriffslustig wie die Küstenseeschwalbe. Gemeinsam sind sie stark gegen Angreifer. Ganz im einsamen Westen der Halbinsel kann man an den Klippen der Küste die unendliche Weite des Ozeans auf sich wirken lassen. Doch ganz allein sind wir hier nicht. An den pechschwarzen Säulen im Meer tummeln sich jede Menge Dreizehnmöwen. Das Thermalquellgebiet Seltun gehört ganz sicher zu den spektakulärsten Orten auf Reykjanes. Ein Holzsteg führt uns direkt durch das Geothermalgebiet, ohne dass wir dabei heiße Füße befürchten müssen. Heiße Quellen, brodelnde Schlammtöpfe und ein brennender Gestank nach Schwefel liegt in der Luft. So stellen wir uns die Küche des Teufels vor. Diese Wasserfälle sind anders. Nordöstlich der Reykjanes-Halbinsel liegt eine Wasserfalllandschaft, wie es sie so nur einmal auf der Welt gibt. Der Name Hraunfossar bedeutet Lavafälle. Gletscherwasser verliert sich im porösen Gestein eines Lavafeldes. Scheinbar aus dem Nichts stürzen sich dann unzählige Kaskaden direkt aus diesem Lavafeld in den Fluss Vuita. Schroffe Lavaformationen treffen auf Meer und grünes Land. Mitten in dieser Küstenlandschaft der weiße Leuchtturm von Malarif. Kilometerweit schiebt sich die markante Halbinsel Snæfellsnes an der Westküste Islands ins Meer. Es locken verwitterte Küsten, schwarze und weiße Strände. Diese Küste ist ein ideales Brutgebiet für Seevögel, Enten und Gänse, um nur einige zu nennen, Austernfischer, Eiderenten, Graugänse. Sie finden hier beste Bedingungen. Die Halbinsel ist rau, einsam und dünn besiedelt. Wir haben Glück. Manchmal lässt sich auch ein Seehund in der steinigen Küste blicken. Ein fast verlassener Ort. Nichts erinnert mehr daran, dass Búðir an der Südküste über Jahrhunderte ein bedeutender Handelsort war. Heute besteht Búðir nur noch aus einem Hotel und einer kleinen Kirche von 1847. In der Kirche befindet sich ein Flügelaltar mit dem Bild des letzten Abendmahls. Der malerische Hafen im kleinen Fischerort Arnarstapi liegt an einer Steilküste inmitten von Basaltklippen.
Die vielen Felssäulen dienen 13 Möwen und anderen Seevögeln als Nistplätze. Jede freie Nische ist besetzt. Vom Hafen aus sind ihre Nester gut zu beobachten. An der Küste zwischen Arnastapi und Helnar haben die Kräfte des Nordatlantiks eine wild zerklüftete Steilküste geschaffen. Sie wurde so lange von Wind und Wetter und den Wellen bearbeitet, bis nur noch Türme, Bögen und durchlöcherte Felsen übrig blieben. Der Westen ist ein Land voller Naturschönheiten. Wer raue Landschaften liebt, ist hier genau richtig. Und Schafe sind die wahren Herrscher. Tiefe Fjorde, umrahmt von hohen und oft bizarren Bergketten, wechseln sich mit sanften und fruchtbaren Tälern ab. Mitten in dieser rauen Landschaft leuchten ab und zu ein paar bunte Häuser. Nur noch 10% der Einwohner Islands leben von der Landwirtschaft. Landschaft und Klima erlauben vor allem das Halten von Schafen und Islandpferden. Einsamkeit und Stille herrschen hier. Diese Ruhe wird nur gestört, wenn ab und zu ein Fahrzeug über die Schotterpiste fährt. Begegnet man ihnen zum ersten Mal, spürt man es sofort. Islandpferde sind anders. Es geht von ihnen ein ganz besonderer Zauber aus. Sie sind wie das Land, aus dem sie kommen. Frei, stolz, selbstbewusst und schön. Islandpferde sind die einzige Pferderasse der Welt, die seit über 1000 Jahren rein erhalten werden konnte. Üppig grün bewachsene Täler mit kristallklaren Bächen und Feuchtwiesen sind der ideale Lebensraum für den Goldregenpfeifer und die Uferschnepfe. Der Goldregenpfeifer brütet nur noch in Nordeuropa. Die Uferschnepfe ist ein großer, eleganter Wartvogel. Sie steht auf der roten Liste bedrohter Arten. Wie eine Kirche am Horizont, der Berg Kirkjufell an der Nordküste der Halbinsel trägt seinen Namen vermutlich aufgrund seiner kirchturmartigen Form. Vor dem Zuckerhut fließt das Wasser am Kirkjufell-Foss herunter. Berg und Wasserfall sind eines der begehrtesten Fotomotive Islands. Der Norden vereint alles, was eine Islandreise so faszinierend macht. Akureyri ist das Zentrum des Nordens und die drittgrößte Stadt Islands. Weithin sichtbar auf einem Hügel das Wahrzeichen der Stadt, die moderne Kirche. Im alten Ortskern liebevoll gepflegte Holzhäuser, kleine Läden und gemütliche Cafés. Am Ende von Islands längstem Fjord der Hafen. Der Hafen von Akureyri wurde als zweitbester Hafen des Nordatlantiks als Anlaufstelle für Kreuzfahrtschiffe ausgewählt. In jedem Jahr kommen mehr und mehr Schiffe und Gäste nach Akureyri, um von hier aus den wunderbaren Norden Islands zu entdecken. Nur 50 Kilometer von Akureyri entfernt stürzt sich breit gefächert ein Fluss in die Schlucht. Goðafoss, der Wasserfall der Götter. Als Island im Jahr 1000 zum Christentum übertrat, wurden hier angeblich die heidnischen Götzenstatuen hineingeworfen. Wie ein lebendiger Vorhang fällt das Wasser des Goðafoss in breiten Kaskaden herab. Der Goðafoss gehört zwar nicht zu den größten, aber ohne Zweifel zu den schönsten Wasserfällen Islands.
Nur kurz ist es zu einer weiteren Perle der Natur, dem See Mývatn. Mývatn heißt übersetzt Mückensee. Und das aus gutem Grund. Unzählige winzige Mücken gibt es über dem See und an seinen Ufern. Ziemlich unangenehm können die Mücken werden, aber Fischen und Vögeln dienen sie als wichtige Nahrungsquelle. Für uns sind sie einfach nur lästig. Der Mývatn ist ein Paradies für Ornithologen. Allein 16 Entenarten machen den See zu einem Dorado für Vogelfreunde. In den flachen Uferbereichen finden die Vögel ein reichhaltiges Nahrungsangebot und somit ideale Voraussetzungen zum Brüten. Gut 10.000 Paare aller Arten brüten hier jeden Sommer. Am Ostufer des Sees liegen die dunklen Burgen, so die Übersetzung des isländischen Namens Dimmuborgir. Ein Labyrinth aus schwarzen Lavatürmen. Die Isländer halten sie für den Wohnort von Elfen und Trollen. Andere typische Bewohner dieser kargen Lavafelsen sind Silberwurz und Alpenhelm. Östlich des Mývatn liegt ein dampfendes und pfeifendes Hochtemperaturgebiet in prächtigen Farben von Weiß bis Schwefelgelb. Allerlei Thermalquellen, Schlammtöpfe, Fumarolen und Solfatare treiben hier ihr schwefelhaltiges Unwesen. Naumaskard nennt sich das wahrscheinlich schönste Solfatarenfeld Islands. Weiße Dampfsäulen steigen zischend in den Himmel. Die Dampfaustrittsstellen werden Fumarolen genannt. In den Schlammtöpfen brodelt und blubbert eine kochend heiße graublaue Tonmasse vor sich hin. Über allem liegt der Geruch von faulen Eiern, der vom austretenden Schwefelwasserstoff stammt. Gleich unter der Erdoberfläche werden Temperaturen bis 300 Grad Celsius erreicht. Wir bekommen einen Eindruck davon, welche Urgewalten unter der Erde wüten. Erst 1995 entdeckte Island die Walsafari als Tourismuszweig. Die Idee, Wale nicht mehr mit Harpunen zu jagen und zu töten, sondern im Gegenteil die Tiere Touristen zu zeigen, um daraus finanziellen Nutzen zu ziehen, ging auf. Nirgendwo sonst in Island bieten sich so gute Möglichkeiten zur Walbeobachtung wie in der Skjolfandi-Bucht bei Húsavík. An Bord eines ehemaligen Fischkutters erleben wir die sanften Riesen der Meere aus nächster Nähe. Wow, great blue stuff. Húsavík liegt an einer sanft geschwungenen Bucht. Die Stadt ist uraltes Siedlungsgebiet und eine typische nordische Stadt mit etwa 2500 Einwohnern. Sie nennt sich auch stolz Walhauptstadt Europas. Der Hafen von Húsavík ist das lebendige Zentrum, denn hier tobt in den Sommermonaten das Leben. Die meisten der 100.000 jährlichen Besucher kommen, um Wale zu beobachten. Heute starten von März bis November Boote in die Bucht.
98% der Besucher, die an einer Walsafari teilnehmen, bekommen mindestens einen Wal zu sehen. Man merkt, dass wir uns in den arktischen Gewässern der Grönlandsee befinden. Auch Anfang Juli weht hier auf dem Meer noch ein kalter Wind. Die Kälte ist aber schnell vergessen, als wir den ersten Wal entdecken. Ein Buckelwal, der eine richtige Show für uns abliefert. Wow, extremely close. Look at 1 o'clock. Oh, 1 o'clock, just fantastic. 1 o'clock. Wow. 1 Uhr tönt es aus dem Lautsprecher, was nichts weiter bedeutet als Wal rechts voraus. Majestätisch hebt er seinen massigen Körper aus dem Wasser, springt meterhoch in feinem Nebelregen in die Luft, bevor er in der Tiefe des Meeres verschwindet. Später zeigt er wieder seinen dunkelgrauen Rücken und taucht dann abermals ab. Großartig. Der Dettifoss, der stürzende Wasserfall, ist der energiereichste Wasserfall Europas. Er beeindruckt uns sofort durch seine gewaltige Kraft und Energie. Man mag lange nach dem richtigen Wort suchen, aber sieht man den Dettifoss zum ersten Mal, dann ist er vor allem eines: einschüchternd. Direkt an der Fallstufe des Dettifoss zu stehen, sollte man sich nicht entgehen lassen. Nur so bekommt man eine Vorstellung davon, welche extremen Wassermassen in die isländische Version des Grand Canyon stürzen. Wenn die Ringstraße plötzlich in eine holprige Schotterpiste mündet, dann weißt du, dass du in Islands Osten angekommen bist. Dieser Teil des Landes ist noch dünner besiedelt als der Rest der Insel. Und es kann gut vorkommen, dass man stundenlang auf kein anderes Auto trifft. Der Osten wird von vielen Besuchern als der schönste Teil Islands angesehen. Dabei geht es weniger um die für Island bekannten Gletscher, Krater oder Geysire. Der Osten bietet ein Ambiente, das vor allem Ruhe ausstrahlt. Hier findet man herrliche Regionen, die wie Balsam auf Körper und Geist wirken. Die Küste wird durch rund ein Dutzend Fjorde stark gegliedert. Dahinter ragen steile Berge auf, dazwischen grüne Wiesen mit unendlich vielen Schafen. Angeblich schmecken Lamm und Fisch nirgends so gut wie in Island.
Immer wieder finden wir charmante Fischerdörfer mit bunten Häfen. Gefischt wird meist mit kleinen Kuttern, stationären Netzen und Langleinen. Die Isländer wissen, was sie an ihrem Nordatlantik haben. Die Küstenstraßen im Osten bieten ungewöhnlich schöne Ausblicke. Der schwarze Strand in der Nähe von Höben ist mit seinem Panorama einfach einmalig. Vor allem die Seevögel sind mit unzähligen Arten vertreten, weil hier die meisten Zugvögel ankommen. Die Singschwäne gehören zu den Zugvögeln. Sie überwintern in Mitteleuropa. Im Herbst sammeln sie sich im Südosten Islands vor dem Abflug in die Winterquartiere. Der Osten Islands ist ein Dorado der Mineralien. Nirgends sonst findet man so viele spannende Sammlungen. Ein Genuss für Blumen- und Mineralienliebhaber ist Petras Steingarten. Eine ihrer Töchter erzählt uns von der Leidenschaft der Mutter. Mama min heter Ljósberg Petra Maria. Steine haben Petra ihr ganzes Leben fasziniert. Schon als Jugendliche begann sie mit dem Sammeln von Steinen. Petra Sveinsdottir ist am 24. Dezember 1922 im Osten Islands geboren. Und 1945 hat sie geheiratet und vier Kinder großgezogen. Trotzdem nahm sich Petra die Zeit, im Laufe ihres Lebens Steine aus den Bergen in der Umgebung eigenhändig nach Hause zu tragen. Im Alter von 89 Jahren ist Petra verstorben. Aber jedem Besucher dieses Hauses und des Gartens wird sofort klar, dass die Frau, die hier gelebt hat, eine leidenschaftliche Sammlerin gewesen ist. Ihre Sammelwut ist der Grund, warum alljährlich Tausende von Besuchern hier einen Stopp einlegen. Islands intakte Natur mit seinen relativ sauberen Gewässern ist berühmt für seinen großen Vogelreichtum. Überall im Land hört man sie zwitschern und pfeifen. Vor allem die putzigen Papageientaucher haben es vielen Touristen angetan. Diese kleinen Gesellen mit ihren traurig dreinblickenden Clownsgesichtern und den etwas unbeholfen wirkenden Flugfähigkeiten ziehen alljährlich tausende Menschen in ihren Bann. Ganz im Norden der Ostfjorde, am kleinen Hafen Hafnarholmi, finden Vogelfreunde einen perfekten Beobachtungsplatz. Hier gibt es einen Felsen, auf dem unzählige Seevögel nisten. Neben den drei Zehenmöwen ist der Star von Hafnarholmi der Papageientaucher, der im April hier ankommt und rund um den 15. August den Platz wieder verlässt. Jedes Jahr wandern sie tausende Kilometer. Die isländischen Papageientaucher leben im Winter auf dem offenen Meer. Häufig wurden sie dabei in den Gebieten vor der Küste Neufundlands gesichtet. Der kleine Vogelfelsen ist über Holztreppen und Aussichtsplattformen leicht zugänglich. Hier kommen wir den drei Zehenmöwen und Papageientauchern so nah wie kaum irgendwo sonst. Auf Island wird der kleine Kerl mit seinem farbenfrohen Schnabel nur Lundi genannt. Papageientaucher kommen nur zum Brüten an Land. Wenn keine geeignete Bruthöhle vorhanden ist, graben sie sich eine.
Ist das Nest ausgepolstert, legt der Papageientaucher nur ein Ei. Die Brutzeit beträgt dann ca. 36 Tage. Wie der Name vermuten lässt, tauchen sie aber auch gern. Denn sie ernähren sich hauptsächlich von Fisch- und Krebstieren. An den senkrechten Felsabhängen finden wir in großer Zahl die einfachen Nester der drei Zehenmöwen. Sie bestehen aus Gras und Tang und sind mit Schlamm und Erde verstärkt. Jedes Jahr reparieren die Vögel ihr altes Nest, bevor sie mit dem Brüten beginnen. Bei der Balz geht es immer sehr laut zu. Die einen füttern schon ihre Jungen, die anderen brüten und die Spätankömmlinge balzen noch. Und so ist immer Bewegung in der Brutkolonie. Der Süden ist eine einzigartige Sammlung von Naturwundern. Es ist das Reich der großen Gletscher und Vulkane, endloser Strände und spektakulärer Wasserfälle. Nach einer kurzen Fahrt über eine Schotterpiste werden wir mit einem außergewöhnlichen Naturschauplatz belohnt. Einer der besonderen Geheimtipps Islands ist der Gletschersee Fjordalsárlón. Er ist weder der größte noch der bekannteste See, aber vielleicht gerade deshalb einer der schönsten. Eiskaltes Wasser, auf dem malerische Eisschollen treiben. Der Fjordalsárlón liegt am südlichen Ende von Europas größtem Gletscher, dem Vatnajökull. Nur wenige Kilometer daneben Islands berühmte Gletscherlagune Jökulsárlón. Mehr als 200 Meter tief und jeden Tag andere Darsteller. Die Bühne des Jökulsárlón ist einmalig auf dieser Welt und bei jedem Wetter einfach atemberaubend. Mit Amphibienfahrzeugen lässt sich die blaue Wunderwelt erforschen. Der Jökulsárlón ist berühmt für seine in vielen Blautönen schimmernden bizarren Eisberge mit schwarzen Einschlüssen aus der Asche vergangener Vulkaneruptionen. Sie brechen von der Gletscherzunge ab und bestehen aus sehr altem Wasser, welches hunderte, ja tausend Jahre im Gletscher schlummerte. Mal sind sie strahlend weiß, dann wieder leuchtend blau. Das verschiedenartige Blau der Eisberge entsteht durch die verschiedenen Kristallformationen im Eis und deren Reflexion des Lichtes. Die Gletscherlagune Jökulsárlón ist eines der absoluten Island-Highlights. Irgendwann verlassen die Eisberge die Lagune und treiben auf einem knapp 700 Meter langen Fluss ins offene Meer. Der schwarze Strand nahe der Flussmündung nennt sich Diamond Beach.
Er ist übersät von unzähligen Eisbrocken in den schönsten Farben. Von transparent bis blau. Wie kostbare, aber vergängliche Kristalle beenden sie hier den ewigen Kreislauf des Wassers. Am Strand hauchen sie ihr 1000 Jahre altes Dasein aus. Weiter südlich, bei Vík í Mýrdal, ragen markante Felszinnen aus dem Meer. Der Legende nach sind es Trolle. Bei dem Versuch, ein gestrandetes Schiff an Land zu ziehen, erstarrten sie zu Stein. Daneben ein kilometerlanger Sandstrand. Schwarzer Lavasand macht ihn zu einem der schönsten Traumstrände Europas. Island ist nicht nur die Insel aus Feuer und Eis, es ist auch ein Land des Wassers und der Wasserfälle. Jeder für sich ist ein kleines Wunder an Schönheit. Voller Magie sind sie alle. Jeder hat seinen ganz eigenen Reiz und alle lohnen einen Besuch. Hier im Süden gibt es gleich zwei lohnende Wasserfälle, die nur wenige Minuten voneinander entfernt liegen. Da ist der Skógafoss, der Waldwasserfall. Einer der schönsten in Island. Die Wassermassen des Skógafoss rauschen freifallend in einem einzigen Schwall herab. Keine Kaskaden, nur ein einziger vollkommener Vorhang. Und noch einer der schönsten, der Seljalandsfoss. Er stürzt über 66 Meter von einer hohen Klippe in einen kleinen See. Diese Klippe war früher einmal die Meeresküste. Durch die Bewegung der Kontinentalplatten wurde die Landmasse jedoch derart angehoben, dass sich die ehemalige Steilküste heute mehrere Kilometer weit im Landesinneren befindet. Eines jedoch verbindet diese Wasserfälle. Sie sind Teil einer in stetigem Wandel begriffenen Natur, die Island so einmalig auf dieser Welt macht. Majestätisch fließt die Gletscherzunge des Sólheimajökull-Gletschers runter zu den sandigen Ebenen der isländischen Südküste. Noch ist das unter schwarzer Vulkanasche bläulich schimmernde Eis des Gletschers 50 Meter dick. Doch die Gletscherzunge verliert an Masse. Um etwa einen Meter werden Islands Eisriesen flacher. Jahr für Jahr. Bei einer Gletscherwanderung kann man das Wunderland von Eiskulpturen, Wasserkesseln, Kämmen und Gletscherspalten des atemberaubenden Sólheimajökull erkunden. Doch wie lange noch? Als den goldenen Kreis bezeichnet man eine Rundtour zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten nahe der Hauptstadt Reykjavík. Für viele Besucher ist Island das Land der Geysire und heißen Quellen. Heiße Quellen gibt es fast überall. Doch nur zwei Geysire, den großen Geysir und den Strokkur. Früher war der große Geysir der Star. Mittlerweile ist auf ihn kein Verlass mehr. Er hat sich schlafen gelegt. Ganz anders sein kleiner Bruder Strokkur. Hier warten alle gespannt auf die blaue Wasserglocke vor jeder Eruption. Oh!
Die Rolle des großen Geysir hat heute der Strokyr, das Butterfass, übernommen, der sehr zuverlässig alle paar Minuten eine gewaltige Wassersäule von bis zu 30 Metern nach oben speit und damit ein fantastisches Naturschauspiel liefert. Übrig bleiben begeisterte Zuschauer. Das Schmelzwasser der Gletscher macht Island zum wasserreichsten Land der Erde. Die flirrenden Tropfen der hochsteigenden Gischt geben dem Wasserfall sein Leuchten. So hat der Gödelfoss wohl seinen Namen bekommen, der Goldene. Der Gödelfoss stürzt über zwei versetzte Kaskaden über 32 Meter in die Tiefe. Man könnte auch sagen, der Gödelfoss besteht aus zwei Wasserfällen. Es brodelt und rauscht, es nebelt die Gischt und Abertonnen von Wasser stürzen ins Urgestein. Je nach Tageszeit und Lichteinfall spannen sich Regenbögen wie schillernde Brücken über die tosenden Wasser. Kaum ein Ort in Island ist so eng mit der Geschichte des Landes verknüpft wie Þingvellir. Bereits um 930 trafen sich hier die freien Männer Islands, um Gericht zu halten und wichtige Fragen zu klären. Þingvellir ist Nationalpark und seit 2004 UNESCO-Weltkulturerbe. Die großartige Landschaft wird von vier aktiven Vulkansystemen geprägt und von dem Fluss Öxará durchzogen. Dort, wo also die Wiege der isländischen Demokratie steht, geht unsere Reise durch das wilde Island zu Ende. Wir blicken zurück auf eine der letzten großen Wildnisse in Europa. Island ist erdgeschichtlich gesehen noch sehr jung, gerade einmal 20 Millionen Jahre alt. Und seitdem in ständiger Veränderung durch den Vulkanismus, die Gletscher und die Erosion. Wie nirgends sonst in Europa findet man in Island unberührte Landschaften, die diesen Kräften ausgesetzt sind. Und wir wussten sofort, Island ist anders. Island ist besonders. Und Island hat uns berührt.